Einige Zeit später. Endor, Schauplatz Todesstern. Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront 2. Heieiei. Das geht ja schon richtig ab wieder hier. Holen Sie mir den Inferno-Trupp. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todesstern-Schildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Haas kommt mit. Und Miko, wir brauchen Deckung. Und da sind wir wieder in der Haut. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgt. Von Eden Versio. Sag General Solo, das wird dauern. Wenn es was zu bergen gibt, finden wir es, aber der Schaden ist enorm. Wir müssen viele Wrackteile durch. Sie haben uns entdeckt! Dann komm mal her. Oh, jetzt zappelt er aber richtig rum. So, viel Widerstand war hier nicht gerade, deswegen ziemlich easy. Wir sollen nach vorne irgendwelche Ziele eliminieren. Wir sind jetzt auf dem Planeten Endor, den kennt ihr ja. Sehr schöner Planet eigentlich. So, und jetzt hier kommen wir zu den Karten. Commander Eden Versio für die imperiale Spezialeinheit für Inferno-Trupp. Und hier haben wir jetzt Frontkämpfer-Serie, eine verbesserte Version von Frontkämpfer, die Laufzeit verlängert, wenn du einen Gegner besiegst. Also wir können hier verschiedene Boni und Pipapo und alles Mögliche noch freischalten. Ich habe die Frontkämpfer-Serie jetzt kurz zwischen den Folgen tatsächlich sogar gewählt, weil ich eine kurze Pause gemacht hatte. Oh, jetzt können wir die Gegner scannen einmal. Ist nicht verkehrt. Und da unten sehen wir schon, das ist der nächste Feind, der nächste Gegner. Moment mal, ah ja, so schlage ich. Moment, ich muss hier kurz nochmal die Steuerung hier. Genau so würde ich den gerne eliminieren. Jetzt, mitten in die Backe rein. Also man hat auch im Ego-Modus ein bisschen andere Schusswinkel. Wenn man zum Beispiel mal zu dem Feind anvisieren will von der Entfernung. Das war vielleicht jetzt nicht so clever unbedingt, aber egal, kriegen wir auch so hin, hoffentlich. Alter, wodurch ist die denn hier geschützt? Ich wollte schon sagen. Hat ein Granätchen geworfen, die Olle. So reden wir einmal gar nicht. Die Renate-Granate ist zurück. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen kleinen Fight angezettelt. Hask ist auch dabei. Wir haben einen Kompan am Start. Dingeldongel-Ding. Komm ruhig raus aus deiner Deckung. Du wirst es nicht überleben. Der ging in die Stirn, ich hab's genau gesehen. Die Rebellen werden noch sehen, was sie davon haben. Wenn wir mit denen fertig sind. Oh, da vorne, hab ich hier gar nicht gesichtet, die Gute. Ein Trupp weniger. Der Bunker wird keine Verstärkung kriegen, wenn sie zuschlagen. Perfekt. Schalten wir sie aus. Schauen wir mal, was hier drin ist. Wir haben jetzt auch noch hier dieses Spezial mit Frontkämpfer-Serie. Ist das hier. Und dann können wir richtig rasieren. Läuft die Zeit ab, aber wir sind scheinbar besonders stark. Ich hab's jetzt einfach mal aktiviert und obendrauf hier noch diese Granate. Ich kenne mich mit Battlefront überhaupt nicht gut aus, deswegen nicht wundern. Ja, ich bin hier kein Pro-Player oder sonst was. Ich spiele einfach zum Spaß und hab Bock auf die Story. Und Bock auf das Gameplay mit euch gemeinsam. So, da vorne eliminieren wir mal. Ist jetzt an der Zeit. Mit Star Wars kenne ich mich natürlich schon aus, aber es gibt natürlich viel bessere Experten in Battlefront. Commander, den Multiplayer. Verstärkung nähert sich. Oh, oh. Alle Ziele neutralisieren. Ja, Commander. Verstanden. Ja, den Multiplayer von Teil 1. Ihr erinnert euch vielleicht. Hatte ich ja auch gespielt ein paar Mal, aber halt nicht intensiv. Und da gab es ja auch gar keinen Singleplayer.
So, zumindest keinen richtigen. So, da vorne müssen wir weiter eliminieren. Hier ist nichts Besonderes, glaube ich. Hoffe, ich habe nichts übersehen. Könnte mir aber dennoch passieren, dass ich mal was übersehe. Also, habt Nachsicht, liebe Freunde. So, da hinten bei Dell. Wusste ich doch, dass hier noch ein paar von euch warten. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht sogar mal eine Multiplayer-Session sehen wollt von dem Game. Ich hoffe, man versteht mich noch gut. Oh, ziemlich laut hier der Laser. Oh, ja, 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 ja. Ja, jetzt übertreiben sie es aber ein bisschen, finde ich. Dann probieren wir das doch mal. Zack. War nicht schlecht. Das war's. Sammeln und bereit machen zum Abrücken. Los, sammeln! Ich glaube, wir haben alle eliminiert, oder? Das war gut. Mission accomplished. Gesichert. Okay, das waren niemals alle. Die Rebellen müssen schon weitergezogen sein. Sollten wir auch. Wir sind bei Plattform 4. Gibt's da einen Shuttle? Nein, das sind nur TIE-Jäger. Umso besser. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wie viele Rebellen hier sind. Nein, wir erledigen sie genau wie den Rest. Heute radieren wir diesen Abschaum ein für alle Mal aus. Das war's mit dem Todesstern. Das ist unmöglich. Los jetzt, Agenten. Wir können später trauern. Wir müssen jetzt weiter. Los! Wir folgen, Commander. Was für eine bittere Pille. Wir müssen zur Plattform 4 und diese Teilliga sichern. Sonst kommen wir nicht zurück zu Corvus. Agent Miko, Aufklärung. Ja, Commander. Agent Hart, Kontakt zu Schnitter. Ich muss mit dem Admiral sprechen. Ja, Commander. Stelle sie jetzt durch. Admiral, der Entfernungsdruck verlässt Endor. Wie ist die Lage? Vizeadmiral Sloan hat den Rückzug befohlen. Wir verlassen das System. Gehen Sie zu Ihrem Schiff. Überleben Sie. Ich sende Ihnen die Rendezvous-Koordinaten. Ja, Sir. Wir melden uns, wenn wir die Corvus erreichen. Wie konnte das nur passieren? Die Falle war perfekt. Jemand hat einen Fehler gemacht. Das Oberkommando hat etwas übersehen. Mal wieder. Nein, dahinter steckt B. Die Rebellen waren in Unterzahl und schlecht bewaffnet. Ganz einfach. Der Imperator hat den Feind unterschätzt. Und wir haben den Preis dafür bezahlt. Commander, das... Darf ich freisprechen? Nur zu. Wir sind zwar Alleineiden, aber das klang fast wie Verrat. Sehen Sie nach oben. Die Wahrheit ist kein Verrat. Mann, Mann, Mann. Und ihr seht schon, ja, die Star Wars-Kenner von euch zumindest wissen es vielleicht auch schon, dass das Ganze hier zwischen Rückkehr der Jedi-Ritter und natürlich das Erwachen der Macht angesiedelt ist, storyline-technisch mit dem Ende des Todessterns und so weiter. Ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht so viel erklären, weil dazu solltet ihr einfach mal die Star Wars-Filme schauen, die sich sowieso lohnen, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Ich kann es nur ans Herz legen. Es gibt tatsächlich noch Menschen, die das nicht gemacht haben, aber die meisten von euch werden die Star Wars-Reihe sowieso kennen und deswegen werde ich hier jetzt auch nicht so genau auf das Grundwissen von Star Wars eingehen, sondern auch schon ein bisschen minimalistisches Wissen voraussetzen. Aber auch wenn ihr keine Ahnung von Star Wars habt, könnte dieses Spiel lustig für euch werden. Die erste Folge habt ihr hoffentlich gesehen. Wenn nicht, dann schnell nachholen. War schon sehr, sehr nervenaufreibend. Und ich muss sagen, die Grafik, alter Schwede, ist mega. Hier in Endor durch den Wald am Streifen. Rebellenpatrouille nähert sich. Danke, Agent Miko. Wir kümmern uns darum. Ah, wir kriegen also Gesellschaft. Hier ist der Bunker. Angeblich ein großes Waffenlager. Wir holen raus, was wir können. Wir erobern das Bunker. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich habe nicht Kontakt zur Patrouille. Wenn es so leicht wäre, hätte das Imperium Yavin 4 nicht ganz ruhig, Agent. Aber trotzdem, Sie warten auf den Feuerbefehl. Es ist noch nicht vorbei. Verzeihung, Commander. Natürlich. Oh, Alter! Es
war aber gefährlich. So viele sind da noch. Ich kann ja mal einen Scan durchführen. Da unten, dann kann man die leichter identifizieren, halt. Ja, der war aber unfreundlich. Du, da hättest du ja fast mich treffen können, die junge Frau. Ist das die feine englische Art? Verdammt. Feind neutralisiert. Sie haben es verdient. Commander, da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Weitermachen, Agent. Mal sehen, was wir tun können. Hacken! Schauen wir da noch mal rein. Aha, was haben wir denn da Wundervolles? MPL. Drücke F2, um die Werfe auszurüsten. Okay. Um explosive Geschosse abzufeuern. Ja gut, das ist halt Standard, ne? Kennen wir ja noch von... Aber F2 ist dann die nächste Taste, gut zu wissen. Was haben wir hier oben? G. Das Ding. Da ist irgendwie noch eine Überraschung für uns drin. Das können wir ja mal bei einer ganzen Bande nutzen, vielleicht hier, den Werfer. Wir müssen natürlich auch Frontschwein und sowas alles auch mal ausprobieren. Okay. Erst komm, wir gehen weiter. Nettes Kerlchen. Ich weiß gar nicht, was diese imperialen Leute für einen Charakter haben. Die müssen ja alle irgendwie böse sein, ein bisschen. Aber so böse erscheint unser Charakter jetzt nicht. Sehr so ein Anti-Held dann im Prinzip. So, hier fliegen doch schon die Dinger um die Ohren. Hier ist das schon. Hier geht doch schon wieder rund. Der Sombrero ist eröffnet. Ui, da geht's in die nächste Karte rein. Oh, da sind wir doch genau richtig hier. Verdammt. Die Rebellen haben sie eingekesselt. Yeah! Yeah. Feuer oh, das war gut. Inferno-Trupp? Das Imperium evakuiert Endor. Drängt die Rebellen zurück. Verstanden, Commander. Wir sind dabei. Dann müssen wir sie jetzt so fertig machen. Bong, der ist hingefallen. Hat gestolpert. Weiß auch nicht, was da los war. Hey. Viele, viele Feinde. Ich bin hier ein bisschen sehr offen. Boah. Jetzt wird's eng. Ein bisschen ausharren kurz. Ich könnte natürlich mal hier App versuchen und mal probieren, was da so abgeht. Wenn ich jetzt so drauf stürme, einfach nur try. Alter. Ich dachte, ich hau die jetzt voll locker flockig durch die Hose weg. War nix da. Obwohl, so ganz unlocker flockig war es dann deutlich. Da vorne ist noch einer. Cool, Raketenwerfer. Das probiere ich doch mal aus. Das waren alle. Oh. Wir müssen weiter. Schade, wollte gerade mal mit dem Raketenwerfer hier müssen. Wir hatten nicht mit Spezialeinheiten gerechnet. So soll sein, Sergeant. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld, Commander. Plattform 4 erreichen, oder was? Okay. Mann, das sieht so geil aus hier im Wald. Ich würde hier gerne mich noch ein bisschen umschauen, aber wir haben wahrscheinlich keine Zeit. Guck mal, da sind die anderen Soldaten. Die normalen Sturmtruppen, Stormtrooper. Und ich finde, die sehen auch immer richtig cool aus. Cooles Kostüm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es von einem Film aus den 70ern kommt. Boah, hier brennen wir uns aber die Füße weg. Bedrohungen. Ich gehe mal weiter hier lang. Das ist mir zu brenzlig da mit dem Feuer. Commander, auf Endor werden Landungen feindlicher Transporter gemeldet. Sie setzen auf dem ganzen Mond Truppen an. Wir sind nicht mehr lange hier. Nein, wir müssen weg. Commander. Eindeutig. Oh. Was ist denn hier los? Entschuldigung, wenn manchmal die Aufnahme zuckelt. Irgendwie hat mein OBS ein paar Probleme. Ich sehe das dann meistens immer nur nachträglich. Aber ich glaube, das ist auch sehr mini. So ein Mini-Ruckler-Zuckler, der ist überstehbar, denke ich mal. Boah, ist das ein geiles Game oder ist das ein geiles Game? Ich feiere das irgendwie ziemlich.
Ich bin halt auch ein Fanboy, Star Wars Fanboy, ganz klar, muss man natürlich sagen. Wie ist denn so mit euch? Wann seid ihr mit Star Wars das erste Mal in Berührung gekommen eigentlich? Ich mit einer Videokassette, im Übrigen. Offiziere machen ihre Verwundeten effektiver und können Abwehrgeschütze einsetzen. Feindliche Offiziere sollten sie immer zuerst ausschalten. Okay, gut zu wissen. Machen wir das doch. Attacke! Oh, meine Waffe ist ein bisschen hot geraten. Yeah, guck mal, das ist noch einer. Ja, dein Kollege ist draufgegangen und du wirst auch draufgehen. Ganz klipp und klar. So, wer ist der Nächste? Du? Hat noch ein Granätchen geworfen. Vorsicht, das rollt da runter. So, gibt's hier für uns irgendwas Cooles, Besonderes? Sehr schön. Boah. Ich sehe nichts mehr, verdammte Axt. Ich sehe nichts mehr. Ich laufe irgendwie, aber... Oh, shit. Der hat mich beinahe gebumselt. Geil, wie der TIE Fighter da drin hängt. Guckt euch das mal an. Das sieht doch mega fresh aus. Hier steht alles lichterloh und Flammen. Wir haben guten Einsatz gezeigt. Hier gibt es noch einen Raketenwerfer. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Gibt es hier vorne noch irgendwas Besonderes? Da stehen noch irgendwelche Kisten. Ich habe mich gerade ein bisschen selber gegrillt. Nee, das sind irgendwie nur nichts. Ah, der Wald ist so wunderschön. Ich würde ihn so gerne entdecken. Aber ich will dich jetzt auch nicht auf die Folter spannen. So. Nehmen wir nochmal mit, wegen Munition und so. Munition ist auch nicht verkehrt, haben wir ein paar mehr Raketchen. Aua. Was rennt denn da? Was rennt denn da für ein klitzekleines Mäuschen? Hier sind weitere Soldaten von uns. Agent Miko, Lagebericht. Commander, die Rebellen haben Plattform 4. Wird ein harter Kampf, das Ding zurückzuerobern. Sie scheinen bereit zu sein. Troppler, wir holen die Plattform zurück und evakuieren den Mond. Und dann lassen wir die Rebellen bezahlen. Ja, Commander, wir sind dabei. Für das Imperium! Einsatzziel, Plattform 4 sichern. Können wir jetzt hier was Neues machen? Ich müsste den anderen auch hacken, aber ich vergesse ich zwischendurch. Störung, neue Fähigkeit freigeschaltet. Nehmen wir Schild, oder? Können wir das dann... Okay. Karten ausrüsten. Leer. Was haben wir denn jetzt hier? Schild, den hätte ich gerne. Ausrüsten. Finde ich gut. Was gibt's noch? Ich zeige das jetzt gerade nochmal schnell. Hätten wir Störung. Ein modifiziertes Entschärfungsgerät. Okay. Blendgranate, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Schild ist richtig für uns. Halten wir ein bisschen mehr aus. Können wir ein bisschen mehr kassieren. Mit ihnen, Versio. Boah, ich mag diese Bäume. Das erinnert mich immer an meine Reise. Sich ganz oben, Commander. Das schaffen wir nur, wenn wir alle Rebellen am Boden ausschalten. Dann wissen wir ja, was zu tun ist. Hask, mitkommen. Allzeit bereit. Auf mein Zeichen. In den Yosemite Nationalpark. Ja? Okay, da vorne sollen wir sichern. Der AT-AT hier. Alter, ist das geil. Richtig gut designt. Schild aktivieren. Okay, jetzt haben wir hier den Schild. Den Scan haben wir jetzt gar nicht mehr parat. Okay, da ist so ein Fass. Das kann man in die Luft jagen. Da hätten wir uns direkt ein paar vom Hals geschafft. Scheiße, ich hab da die ganze Zeit gegen den Scheiß geschossen, Mann. Blaster! Hat mein Säufer! Kontakt!
Verdammt. AT-ST, stimmt. Der AT-AT war ja der Große. Okay, dann probieren wir es aus. Komm schon, ich will die links haben. Ja, Mann, genau den. Und nochmal nachladen, den Schwabbel. Beeil dich, jetzt brennt hier hinter mir, oder was? Verdammt, ich hab keine... Ich muss irgendwie die Stellung halten und jetzt hat er es auf mich abgesehen. Das war nicht so schön. Einmal kurz in Deckung gehen hier. Oh, verdammt. Hallo. Boom. Verstanden Sie mich jetzt hier hinter? Ja, irgendwie werde ich hier gegrillt. Hier brennt es hinter mir. Scheiße, Mann. Okay, der brennt auch. Moment. Ah, das sieht schlecht aus. Aber Vorsicht, nicht zu nah ans Feuer kommen wieder. Hier bin ich halbwegs sicher jetzt. Okay, F2. Und... Ciao! Scout-Leute am Boden. Ich muss das Schild benutzen auch. Trotz überlegener Feuerkraft haben die Rebellen keine Chance auf den Sieg. Da zerplatzt einfach alles. Seht ihr, das ist ja mega. Ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht so aus mit diesen ganzen... Buni und Pipapo. Muss ich alles noch lernen. Geiles Teil. Okay, jetzt können wir aufräumen. Boah, das hier G benutzen ist auch ein bisschen ungewohnt. Aber das ist doch unsere. Macht dir Gewohnheit. Von hinten werde ich irgendwie angegriffen, das ist nicht gut. Da muss ich erstmal eliminieren. Okay, ich glaube, hier sind wir jetzt recht safe. Ist auch noch ein Raketenwerfer. Brauchen wir gar keine Munition. Der lädt sich immer automatisch auf, habe ich jetzt erkannt. Und damit können wir dann die Waffe wechseln. Die Plattform gehört uns. Zu den Lüften. Wir treffen uns oben bei den Teiljägern. Ja, Mann. Verstanden. Boah, wie krass das aussieht, oder? Also es ist schon sehr geil inszeniert. Zur oberen Ebene gelangen. AT-ST. Stimmt, das waren die kleineren Läufer, die wir gerade gesehen haben. Und AT-AT waren die größeren, ne? Diese riesigen. AT-AT. Boah. Bei der Schneekarte da. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Teiljäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Teiljäger für Inferno-Trupp sichern. Oh cool, ich glaube, dann geht's gleich mit dem Teiljäger ab, oder was? Das könnte ja nice werden. Boah. Okay, was haben wir jetzt hier als Special? So, ich wollte es mir nur mal anschauen eigentlich. Boom! Gefällt mir. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich noch ein bisschen ausdünnen erstmal. Na gut, das war nichts. Müssen wir näher rankommen. Scheiße, habe ich schlecht geschossen. Der erste war der Beste. Okay, den anderen sollen wir auch noch sichern, da vorne den. Der Kollege ist schon mit dem anderen abgehauen. Ging doch nicht, klar. Hier, hier muss ja mal drauf gehen. Zack, zack, zack. Okay, kurz zurückziehen. Boah, das war gefährlich. Da war nämlich ein Fass vor uns. Okay, jetzt das Schild nutzen mal. Nix da. Oh, shit. Agent Miko, das ist Ihr Teiljäger. Ich gebe ihm Deckung, Commander. Gehen Sie. Nein, gehen Sie. Ich gehe als Letzte. Sie ist eine Heldin, Leute. Droide, ich brauche ein Schild. Okay, flieg jetzt los, Mann. Oh, jetzt bin ich sehr offen. Oh, shit. Oh, verdammt. Tja. Das erste Mal gerichtet worden. Was für eine Schmach. Startbereit, Commander. Ich folge Ihnen. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Teiljäger für unsere Flucht. Unter Feuerschutz abrücken. Ich freue mich drauf. Yeah! Okay, erstmal Raketenwerfer chartern. Ah ne, was ist das denn jetzt? Ach ja. Okay. Boom. So, jetzt nutzen wir das mal ein bisschen effizienter. Chickidee.
Der Kampf war eh ganz lustig. Boah, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben, oder? Okay, jetzt das Schild. Sehr schön. Jetzt machen dieses Spielchen nochmal. Da habe ich gar nicht gesehen. Da sind ja echt noch ein paar gelandet mit ihrem X-Wing. Die kommen ja halt echt aus allen Löchern. Da hinten sind verdammt viele. Startbereit, Commander. Ich folge. Ja, der hat gesessen. Mache ich nochmal einen reinpflanzen. Echt viele da. Okay, den Rest machen wir ja auch noch fertig jetzt. Man hat das eben auch gesehen. Ich war einfach zu offen. Ich hatte gar keine Deckung. Das war mein Fehler. Das wird mir nicht nochmal passieren. Vielleicht doch. Wollte schon sagen. Sind Sie noch da, Commander? Jäger gesichert. Wir sehen uns um. Okay, alle anderen sind weg. Und wir rennen jetzt in den Jäger rein. Und dann würde ich sagen... Wow. War das schon mal eine richtig, richtig geile Mission. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. You take orders from me.